Am ersten Tag kommen sie an, finden ihren Parkplatz und gehen zuerst zur Rezeption, werden dort freundlich begrüßt, erhalten ihren Zimmerschlüssel, bekommen ihr Zimmer gezeigt, können sich da bequem machen und werden dort auch dann zum Pflegepersonal geführt. Wir haben einen Pflegestützpunkt, der auch für Sie die erste Anlaufstelle ist, wenn irgendwas sein sollte. Wir sind da auch rund um die Uhr besetzt und da können Sie sozusagen wie so ein sicherer Anker immer wieder hin, wenn es Probleme gibt oder wenn Sie irgendwas benötigen, Hilfe benötigen im weiteren Reha-Verlauf. Und das Pflegepersonal, jemand von unseren Krankenpflegern und Krankenschwestern, wird mit Ihnen ein persönliches Aufnahmegespräch führen und wird Sie dann für Sie dann ein ärztliches Aufnahmegespräch organisieren. Und bei dem ärztlichen oder somatischen Aufnahmegespräch geht es vor allem darum, mal abzuklären, wie ist denn Ihr körperlicher Zustand, was für Vorerkrankungen haben Sie, welche Medikamente nehmen Sie, um so eine Grundlage zu haben, auf die die Behandlung aufbaut. Und dann können Sie einmal sich hier erholen bei uns, indem Sie das Schwimmbad benutzen oder indem Sie hier ein bisschen spazieren gehen. Und am Tag darauf haben Sie dann das eigentliche therapeutische Aufnahmegespräch morgens am Vormittag. Meistens ist es, wenn Sie gut ausgeschlafen sind oder wenn Sie sich zumindest hier mal irgendwie vertraut gemacht haben mit der Umgebung. Wenn Sie das therapeutische Aufnahmegespräch am folgenden Tag haben, dann werden Sie vor allem gefragt, was Sie denn hierher führt, welche Probleme. Und da wird der Therapeut genau hinschauen und mit Ihnen genau gucken, was sind denn die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass Sie in diese Situation hineingeraten sind, dass Sie die Symptome haben. Er wird Sie fragen, was für eine Vorgeschichte bringen Sie denn mit? Also wie lange geht das schon? Wie wirken sich die Symptome, die Probleme oder die Krankheit, die Sie haben, auf Ihren Alltag aus? Also was macht es mit Ihrem Berufsleben? Welche Probleme bereitet es Ihnen? Oder hat gar die Arbeit diese Probleme hervorgebracht? Ja, und dann kommen Sie ein bisschen in den Austausch und können ein bisschen was erzählen. Und Sie werden merken, dass der Therapeut Sie dabei unterstützt, auch ins Erzählen zu kommen und auch Ihnen entscheidende Fragen zu stellen, die für Sie wichtig sind und auch für uns wichtig, um Sie gut verstehen zu können und um Ihre individuelle Problematik gut nachvollziehen zu können und Sie dann begleiten zu können. Und ganz am Schluss wird Sie Ihr Therapeut auch nach Ihren eigenen Zielen fragen. Warum sind uns Ihre Ziele so wichtig? Weil wir wissen wollen, wo geht es für Sie lang. Meistens haben nicht wir eine Lösung für Sie parat, sondern wir wollen ja wissen, wo wollen Sie am Ende Ihrer Rehabilitation eigentlich stehen und wie könnte für Sie das Leben weiterlaufen, was für eine Vorstellung haben Sie. Ob es dann wirklich so kommt, das wird sich im Verlauf der Reha zeigen. Aber wenn wir kennen, wo Sie hinwollen, können wir Sie da natürlich am besten dabei unterstützen.